Ein Kunde von mir hat sich 2011 ein Haus für 150.000 Euro gekauft und hat es vor einigen Monaten für 330.000 Euro wieder verkauft. Sind Immobilien aktuell zu teuer? Wie ist die Immobilienpreisentwicklung? Das besprechen wir in dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen. Und mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Also schreibt sie nachher am Ende des Videos unten in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt es jetzt nach. Das Abo ist kostenlos und die Inhalte auch. Ja, ihr seht es schon hier links. Ich habe euch einige Punkte heute vorbereitet, die wir gemeinsam durchgehen werden. Und wir steigen direkt ein in das Thema, in die Immobilienpreisentwicklung. Und alle Daten, die ich euch heute zur Verfügung stelle, die habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also da seht ihr genau, auf welche Daten ich mich berufe. Und bei dem Thema Immobilienpreisentwicklung möchte ich ein Reihenhaus nehmen und wir blicken mal zurück in das Jahr 1988. Da hat ein vergleichbares Reihenhaus heute mit 120 Quadratmetern 190.000 Euro gekostet, also umgerechnet sind das ca. 370.000 D-Mark. Und ich hatte tatsächlich diese Woche einen Kundentermin bei mir im Büro, wo der Kunde damals auch ein Haus gekauft hatte und ich hatte ihn gefragt, ja, wie viel haben Sie denn damals bezahlt? Und da sagte er so ungefähr 400.000 Mark. Also das deckt sich tatsächlich mit dem Beispiel, was ich jetzt hier heute genommen habe. Und ein vergleichbares Haus kostet heute 410.000 Euro. Also damals 190.000 Euro, heute 410.000 Euro. Und wenn man das jetzt in absoluten Zahlen sich anschaut, dann sind das 115% absolute Preisentwicklung. Wenn ich mir das Ganze aber mal inflationär anschaue, wie sieht es denn dann aus? Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie viele Jahre liegt das Ganze jetzt zurück. 32 Jahre. Damals kostete das Haus 190.000 Euro und heute kostet es 410.000 Euro. Und da haben wir eine inflationäre Entwicklung von 2,43%. Und wenn ich mir jetzt die Zahl alleine anschaue, dann ist das gar nicht so extrem, wenn man das mit der Inflationsrate vergleicht in den letzten 32 Jahren, also mit der durchschnittlichen Inflationsrate, dann ist 2,43% absolut in Ordnung. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit beim Thema Immobilienpreisentwicklung. Und deswegen schauen wir uns auch mal den Hauspreisindex an. Und da habe ich was aus Statista.de bzw. .com rausgesucht. Und da seht ihr schon, aus dem Jahr, im Jahr 2000 geht es los. Und wir haben tatsächlich, da wo jetzt der Kunde, der Eingangskunde, den ich bei der Einleitung erwähnt hatte, der sich 2011 das Haus gekauft hatte, der hat natürlich die absolute Preisentwicklung mitgemacht. Also hier im Jahr 2019, soweit reicht die Statistik jetzt zurück, haben wir eine Entwicklung gehabt von über 40%. Ja, und wenn wir jetzt den Ausgangswert von den 100, den Index 100 uns anschauen, dann haben wir in den letzten 5 Jahren eine Preissteigerung von über 30% gehabt. In dem Fall jetzt nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, weil die letzten 18 Monate sind die Preise nochmal in die Höhe gegangen, dass wir bei über 30% liegen werden. Aber wo kommt das Ganze jetzt her? Warum ist die Inflationsrate so gering, obwohl wir so einen extremen Preisanstieg haben? Weil in der Vergangenheit die Preise einfach nicht so stark gestiegen sind, sondern die sich einfach seitwärts entwickelt haben, wie wir das hier sehen, teilweise sogar nach unten gegangen sind. Also in den vergangenen Jahren sind die Preise tatsächlich extrem nach oben gegangen. Im Mittel hat sich das aber nicht so extrem entwickelt, weil die Preise einfach lange Zeit auch stagniert haben. Ja, um uns das Ganze weiterhin anzuschauen, wie sich das Ganze denn entwickelt hat, müssen wir auch noch andere Punkte aber berücksichtigen, um sagen zu können, sind Immobilien aktuell wirklich zu teuer? Und da kommen wir zum Thema Zinsentwicklung. Und wenn wir uns die Zinsentwicklung anschauen, dann habe ich hier vor einigen Monaten, ihr seht das, das ist vom 17. April, habe ich einen Chart veröffentlicht, einen historischen Zinsvergleich, wo ich einfach mal auch rückwärts gerechnet
gerechnet von 1980 an gezeigt habe, wie ist denn die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre gewesen? Und es ist tatsächlich so extrem, dass wir von über 9% gekommen sind und aktuell unter 1% idealerweise, kommt natürlich immer auf die Bonität, auf die Immobilie und auf die Lage und alles an, aber auf unter 1% im Zins gesunken sind. Und dementsprechend wird natürlich die Nachfrage enorm befeuert. Ja, der Kaufpreis wird einfach absolut in die Höhe getrieben, weil einfach die Nachfrage da ist. Es ist ein günstiger Zins da und dementsprechend ist die Nachfrage auch hoch. Und durch die gesteigerte Nachfrage haben wir natürlich auch gestiegene Immobilienpreise. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich vergleichen, wer profitiert davon. Und dann schauen wir uns mal die Entwicklung der Reallöhne an. Die Entwicklung der Reallöhne heißt, was ist denn inflationsbereinigt wirklich bei der Mittelschicht in der Tasche hängen geblieben? Und da, wenn wir uns da, und das könnt ihr euch anschauen in den etwas helleren Blau, den Reallohnindex, da ist nicht so viel hängen geblieben. Und deswegen kommt es nicht so in der Mittelschicht an, dass man die gesunkenen Zinsen im Vergleich zu den gestiegenen Immobilienpreisen, dass man das bezahlen kann. Bei den Gutverdienern ist es andersrum. Die haben nämlich in den vergangenen 30 Jahren eine extreme Lohnentwicklung gehabt im Vergleich zur Mittelschicht und dementsprechend lohnt sich das für die höher verdienenden eher eine Immobilie anzuschaffen. Ja, dann der nächste Punkt. Wenn die Preise steigen, steigen natürlich die Nebenkosten. Das heißt, Grunderwerbssteuer wird ja prozentual immer an dem Kaufpreis gemessen, Eintragung ins Grundbuch, Notargebühren und auch der Immobilienmakler, alles immer prozentual an dem Kaufpreis gemessen, ist natürlich viel, viel höher, wenn der Kaufpreis höher ist. Und dementsprechend muss ich als Hauskäufer auch mehr Eigenkapital mitbringen, um eine gute Finanzierung zu bekommen. Weil wenn ich die Nebenkosten nicht mitbringe, habe ich keine 100% Finanzierung, sondern eine 110% Finanzierung. Das heißt, ich muss mehr finanzieren. Und jeder, der nicht die Nebenkosten als Eigenkapital mitbringt und bei einer Immobilie, wenn wir jetzt hier das Beispiel nehmen, von den 410.000 Euro, dann ist es so, dass da ungefähr 10% Nebenkosten anfallen. Das heißt, man muss schon 41.000 Euro Eigenkapital mitbringen, damit man eine günstige Finanzierung bekommt. Und dementsprechend ist das eine weitere Hürde für die Mittelschicht bei den nicht so gestiegenen Reallöhnen, da überhaupt viel auch sparen zu können. Und dann müssen wir uns aber auch noch den europäischen Vergleich anschauen. Und da habe ich einen Artikel gefunden im Spiegel. Und der Spiegelartikel geht auf eine Studie der Beratungsfirma Deloitte ein. Und da ist Deutschland tatsächlich nur im Mittelfeld zu finden. Und die osteuropäischen Länder sind da ganz weit vorne. Vor allen Dingen Ungarn genannt mit über 14% Preissteigerung. Natürlich sind die Quadratmeterpreise allgemein in Ungarn viel, viel geringer als in Deutschland. Aber natürlich sind die Löhne dort auch viel, viel geringer. Bekommen wir aufgrund Corona jetzt eine Immobilienblase, beziehungsweise hat sich in den vergangenen Jahren schon eine Immobilienblase entwickelt. Es gibt viele Menschen, die ihre Kredite aktuell nicht bedienen können und dementsprechend müssen diese Häuser zwangsversteigert werden. Das ist so der erste Gedanke, den viele haben. Aber man darf auch nicht vergessen, Angebot und Nachfrage. Wenn ein Kredit nicht bedient werden kann, dann ist das erstmal ein Fakt, dass der Kredit nicht bedient werden kann. Dem gegenüber steht ja auch immer der Immobilienwert. Das heißt, wenn die Immobilie verkauft werden muss, dann heißt das ja nicht, dass die zwangsversteigert werden muss. Also die Nachfrage ist so hoch und das Angebot ist so gering, dass wahrscheinlich die Immobilie auch zu dem Wert verkauft wird, die es aktuell wert ist. Also ich sehe keinen Preisverfall aktuell und ich sehe auch keinen Preisverfall in Zukunft. Und wenn wir aktuell überbewertet sind, das heißt, das, was ich hier eben gezeigt habe, wenn wir hier aktuell in einer überbewerteten Phase sind, dann ist das vergleichbar mit dem Aktienmarkt. Wenn Aktien überbewertet sind, dann fallen die nach einer Zeit immer auf ihren Ursprungswert zurück. Und genauso wird es dann auch im Immobilienbereich sein, aber einen Preiseinsturz sehe ich nicht. Das heißt, wenn aktuell Immobilien 10-20% zu teuer einfach angeboten werden, weil der Markt das hergibt, weil die Nachfrage so groß ist, dann wird sich das in Zukunft
minimal wieder nach unten entwickeln zu den ursprünglichen Wert. Aber dass wir einen absoluten Preisverfall haben werden, davon gehe ich nicht aus. Ja, und damit ist auch schon die Frage für das Fazit beantwortet. Also, was bringt die Zukunft? Mich interessiert jetzt an dieser Stelle eure Meinung zum Thema. Schreibt sie mal hier unten in die Kommentare. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video.